So, hallo Leute, time to frack again und vor allen Dingen time for Cockpit Inspection Teil 3. Wir befinden uns in der Cobra, dem älteren Modell. Und das hatte ich zufällig hier auch in der Raumstation stehen. Das ist also mein quasi Originalkarren. So, es ist natürlich ähnlich pragmatisch designt wie die Sidewinder und nicht so schick wie die Cutter. Aber auch hier will ich es mal wagen, herumzulaufen. Und ja, was war das? Bin auch hier gespannt, was mich erwartet. Okay. Hier habe ich natürlich nicht so viel Platz. Theoretisch könnte ich hier auch außen rumlaufen, aber uns interessiert ja am ehesten das Cockpit. Hier seht ihr mich wieder. Ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen mit meiner Brille hinterherlesen. Okay. Aha. Hier seht ihr noch ein paar Anzeigen. Und auch hier gilt, was verbirgt sich wohl hinter der Tür. Ich werde noch mal ein bisschen das Cockpit anders fixieren. Und zwar so, alles klar. Da ist die Cockpit-Tür. Schalten wir auf sie zu. Nebenbei gucken wir uns erstmal an, was haben wir hier. Nur einen kleinen Monitor mit zusätzlichen Angaben, die wahrscheinlich total irrelevant sind. Da steht nochmal genau dasselbe. Leuchte ich. Hier haben wir noch zwei Griffe zum Festhalten, wie ihr seht. Da auch vor der Tür. Und jetzt, Achtung, ich schreite durch die Tür, durch Schott. Okay. Da haben wir wieder den Lagerraum. So. Da unten seht ihr die Treppe, die ausgefahren ist, um das Raumschiff zu besteigen oder zu verlassen. Die Elemente scheinen also die gleichen zu sein wie bei der Sidewinder. Also der Lagerraum zumindest. Und weiteres Interieur in den Schiffen ist also nicht fertig. Schade eigentlich, ne? Ich habe so ein bisschen gehofft, dass hier hinter schon irgendwas implementiert ist, was darauf hindeutet, das Schiff eines Tages vollständig begehen zu können. Aber viel fehlt ja eigentlich nicht mehr. Ne? Eine kleine Räumlichkeit mit technischen Geräten, Gerätschaften und jedem Weg, der auch führen muss. Um dann durch die Treppen nach oben zu kommen. Okay. Also, das ist also die Cobra. Entdecke ich noch irgendwas Spannendes hier? Ne? Eigentlich, man kann sich so überall festhalten hier. Ah, WLAN-Verbindung wird ein bisschen schlecht. Jetzt ist sie wieder flüssig. Und das Cockpit ist auch so groß, dass ich gar nicht den Außenbereich hier betreten kann. Okay. Also, das war die Cobra, der Co-Pilotensitz, der Pilotensitz und ich sag bye bye, bis zum nächsten Mal.